Danke, liebes Glück. Manchmal hilfst du mir echt. Los jetzt, ein Donner. Zieht richtig durch, Pikachu. Pikachu wollte ich schon sagen. Raichu, ne? Den Gleitschuh. Ein guter Treffer. Sieht aber nicht was ab. Durch den Speziwert ist das ein bisschen ausgebremst. Und es ist abermals paralysiert. Haha, wie geil. Aber mir ist was aufgefallen. Ich werde den Donner abbrechen und eine andere Attacke einsetzen, weil Geowurf wird genauso viel abziehen. Geowurf ist auch ein fixer Schaden dem eigenen Level entsprechend. Und ich muss nicht den Misstreffer von Donner riskieren, nicht wahr? Komm, sei nochmal Pyrrhule. Nein, nein, nein. Mein Spezi-Wert ist down. Nein, scheiße. Nochmal konnte Raichu leider nicht punkten. Scheiße aber auch. Nee, ich glaube, ich muss da echt zwei Parts draus machen und das cutten. Ich nehme schon wieder zu lange auf. Außerdem will ich jetzt wissen, wie dieser Kampf ausgeht. Das ist so scheiße spannend. Ich werde mich hüten. Diesmal habe ich Schillock mitgenommen, für den Fall, dass Arcani nochmal kommt. Das sieht so aus, als wäre das das letzte Pokémon. Und es ist paralysiert, das heißt, wir dürfen anfangen. Sollte ich versuchen, mit Body Slam es einzusetzen? Nee, ich werde mit Surfer versuchen zu punkten, weil es einfach den Step-Bonus hinter sich hat. Und Splash! Und er ist down! Pantimos wäre down! Tja, du Klamauk, Alter, hab dich platt gemacht! Wenn jetzt Arcani kommt, dürfte ich gute Chancen haben! Dürfte ich, aber nur dürfen! Nein, es kommt Yugong! Haha, Surfer ist jetzt richtig schlecht. Ich bin mal jetzt taktisch. Ich weiß gar nicht, ob es mir was bringt. Ich werde nicht anfangen. Oh, dagegen dürfte es mir allerdings was bringen. Allerdings erst nächste Runde. Oh, ja, paralysiert ist dann unfair. Ha, Reflektor. Schwing. Physischen Schlägen besser entgegenrotzen. Und dann werde ich mal ein bisschen lebensmüde. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Vor allem nicht so. Oh Gott, Eisstrahl. Ist aber nicht sehr effektiv. Das zieht aber richtig ab, Alter. Ich glaube, da werde ich mit Geduld nicht viel punkten können. Ups. Hoppala. Naja, Eisstrahl als Step-Bonus. Na, ich mach doch mal noch Geduld. Ich glaube, das wird Fail. Autsch. Ja, aber es reicht auf jeden Fall, um mich platt zu machen. Geduld war eine schlechte Idee. Ich hätte noch mit Body Slam oder so angreifen sollen. Das war sehr lebensmüde, was ich da gemacht habe. Ja, jetzt bin ich down. Eisstrahl trifft zu 100%. Scheiße. Ja, erfrischend finde ich das nicht gerade. Scheiße. Alte Kacke. Ein wirklich hartes Match hier. Oh Gott. Hoffentlich kann Gengar genug punkten. Ich kann ja mit Eisstrahl echt gut punkten, nicht wahr? Aber ich werde es mal versuchen, erstmal mit Konfustrahl ein bisschen auszubremsen. Oh, Konfustrahl. Es ist verwirrt. Genauso sieht's aus, Kommentator. Komm schon, schlag dich selber. Oh, ich habe die Fragezeichen nicht gesehen. Ich dachte schon, der kommt, der Eisstrahl. Aber das war natürlich günstig für mich. Nun kann ich mit Megasauger gut abziehen. Nee, dir schenke ich auf keinen Fall, was ich will. Den Sieg, Alter. Mega-Lutscher! Das muss ich sehr pervers anhören für euch da auf der anderen Seite. Entschuldigung, ich lasse es. Oh Gott, und schlägt er sich nochmal? Nee, das wird ein Eisstrahl, ja. Oh, oh. Oh, nee! Oh, Alter, soll ich hier einen Herzinfarkt kriegen? Ich bin schon ein alter Kerl hier. Kannst mir doch nicht so erschrecken. Gengar, komm schon. Mega Lutscher! Was ist das? Ich spare mir jetzt mein Geräusch. Boah, ich habe nicht geguckt, wie du das abgezogen hat. Oh, ich hoffe, ich überlebe. Oh, oh. Nein, nein. Überleben, überleben, überleben. Oh, Schwitz. Oh, knappe Soße. Los jetzt. Alter, saug ihn aus! Schnell! Los! Ja, nicht gut! Kannst dir schenken! Los! Stopp, 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 stopp! Ja! Oh! Puh. Schwitz, das war aber echt hart! Aber wir haben Runde 7 gewonnen! Der Kampf ist vorbei, wie der Kommentator gerade schon erwähnte.
Wir haben die Göre weggebasht. Alter Schwede, hartes Zeug. Und ich denke, ich mach mal einen kleinen Sicherheits-Safe-State für den 8. Den werde ich ja jetzt wohl auch noch schaffen, oder? Das war doch, ja, das war kein Ding. Oh, wir stehen einem Angler gegenüber. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Oh, oh, keins Level 15, alle sind überpowered. Mindestens ein Level, zwei, sogar drei Level. Aber ich kann mit Wasser generell, also auf Wasser generell, ziemlich gut mit Elektropunkten. Werde ich das aber voraussetzen? Ich werde mal gucken, ob ich mit Gengar gegen die Normal-Pokémon was ausrichten kann. Ich weiß, ich verrate schon wieder, was ich mitnehme, Entschuldigung. Das wäre sehr dumm. Das wäre nicht unbedingt intelligent einfach. Ich glaube, da kommt das am besten. Dann nehme ich den auf jeden Fall noch mit und dann auf in den Kampf. Ich würde sagen, ihr seht die letzten Runden in zwei Parts. Ich werde das cutten, ohne Witze. Und ich glaube, ihr seid jetzt dann schon im zweiten Part auf jeden Fall. Oh Gott, hört ihr die epische Musik? Hier kann ich gut mit Pflanze punkten. Aber erstmal wieder mal mein Verwirrungsmove. Hä? Ist mir doch egal. Hat aber so sehr schön formuliert. Oh oh. Hier kann ihm der Megasauger nichts anhaben. Aber erstmal kommt Verwirrung ins Spiel. Konfuzius sprach es wählich, doch du fandst den Schalter danach nicht mehr. Der Spruch geht eigentlich anders, aber egal. Los jetzt, Nachtnebel! Ich werde gar nicht erst auf Megasauger setzen oder auf den Zufall von Metronom. Ich werde einfach durchziehen. Smack! Ein guter Treffer. Auf jeden Fall zieht's ab, und das ist wichtig. Ach du Scheiße! Ich kenne die Musik immer her. Ey, doch, woher kenne ich die Musik auf jeden Fall? Ich würde sagen, es war die Höhle von Azuria City nach Lavagna, aber ich bin mir nicht sicher. Ich werde es nochmal versuchen mit Nachtnebel. Swing, smack. Ein guter Treffer. Ein weiterer oder er ist down. Komm, schlag dich selbst, Alter. Dann habe ich keinen Treffer abbekommen. Oh, oh. Alter, Drachenwut ist richtig übel, weil er am Anfang richtig viel anzieht. Verhältnismäßig, Drachenwut ist anfangs noch eine richtig, richtig starke Attacke, weil sie immer 40 KP abzieht. Was ich ziemlich unfair finde, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang ist das noch extrem heftig. Der entsetzliche Nachtnebel. Genau, der entsetzliche Nachtnebel. Kriegt Dragonier letztlich doch down. Und ich kann hoffentlich mich jetzt an Wasser-Pokémon auslutschen, nicht wahr? Oder volllutschen in dem Fall. So richtig schön so. Ich mag das Geräusch. Aber wenn es zerstört, schreibt es einfach. Echt. Oh, ein Pixie. Damit hat er alle drei Pokémon verraten. Pixie und Lamus sind noch in petto. Ich könnte jetzt pokern. Und zwar, dass er keine Attacke hat, die mich trifft. Ich versuche mal nochmal auf Verwirrung zu setzen. Die Verwirrung hat mich bis jetzt relativ gut hier durch den Cup geführt. Und ein bisschen Taktik ist immer hilfreich. Schwut, schwut. Es ist verwirrt. Das sieht man ganz deutlich in den Augen. Sieht so klassisch. Oh oh, schlag dich selbst, schlag dich selbst, schlag dich selbst. Nein! Nein! Doch! Gut, ich darf hier keinen Wasserpokémon einsetzen. Das habe ich jetzt auch kapiert. Jetzt wäre Nidoking genau richtig, weil der hätte nämlich einen Doppelkick auf Lager. Obwohl der keinen Step-Bonus hätte. Was setze ich jetzt ein? Was setze ich jetzt ein? Er hat noch Lamus dabei, das heißt, ich werde auf keinen Fall meinen Raichu jetzt schon verschießen, das wäre Unsinn. Also setze ich auf Kadabra, das ist natürlich logisch. Die Räusche, die sie immer machen. Ja, danke für... Ob Geowurf sehr effektiv... Ich glaube nicht. Diese Festschäden, Geowurf ebenfalls 15 KP fest abziehend, die sind niemals irgendwie... Ja, die sind nie fix, also die sind nie sehr effektiv irgendwie. Oh, das war ganz nice, muss ich sagen. 25 hat er damit. Oh, oh, Risikotackle. Nein! Da! Überlebe, 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 überlebe. Oh, Rückstoßschaden. Wenn ich Glück habe, ziehe ich ihm genau die 25 KP ab, die ich gerade eben schon mal abgezogen habe. Und dann ist es down. Das könnte mir gerade sehr hilfreich sein. Komm schon, schlag ihn, schlag ihn. Los. Und smack. Oh yeah, Pixie ist down.
Tja, du Potsau. Ein Pichu. Oh, das erinnert mich an Yoshi. Aber gut, das passt gerade nicht. Ein letztes Pokémon noch. Aber wie kämpfe ich gegen das am besten an? Gegen Musla. Klingt nach schlechter Marmelade. Musla. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber egal. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich einsetze. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade Metronom einsetzen, weil dieser Attacke schon wieder einen unglaublichen Reiz auf mich ausgeübt hat. Aber ich werde lieber auf 15 Punkte fixen Schaden setzen. Der ist mir sicher. Oh Gott, Psychokinese. Oh Gott. Duh. Oh nein. Da. Nicht so effektiv, aber reicht dennoch, um mich down zu hauen. Alter, zum Glück hat Pixie gerade so noch den Rückstoßschaden von Kadabra bekommen. Ansonsten hätte Raichu sich jetzt mit Pixie auseinandersetzen müssen. Das wäre das wäre fast unmöglich knapp geworden. Das wäre so knapp geworden, dass ich einen Herzinfarkt mitten im Let's Play bekommen hätte. Auf jeden Fall. Das Finale des Pika Cups. Hätte ich siegen oder nicht? Ich setze auf meinen Donner. Ich versuch's nochmal, obwohl mich bis jetzt im Let's Play oft enttäuscht hat, muss ich ehrlich zugeben. Aber 70%, oh Mann, ey! Fick dich! Nein! 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 Oh. Schwitz. Das halte ich zweimal aus. Oh, bitte triff! Bitte triff! Tu mir den Gefallen! Tu mir den Gefallen! Bitte, bitte, bitte! Triff! Ja! Strike! Und down! Wir haben das Finale geschafft! Bin ich tot? Ja! Dor! Und damit, Freunde, das Battle! Wir haben einen neuen Champion! Habt ihr das gehört, Mann? Astrein, wir haben nur gegen Trainer 7 einmal verkackt. Der Fischer konnte uns nicht das Wasser reichen. Meine Pokémon haben eine erstaunliche Leistung gebracht. Alle 8 Orden komplett und der Pika Cup, sie gehört uns. Und schon wieder mal die Siegesruhmhallen-Eintrag-Gedöns. Oh Mann, entspannt zurücklehnen. Wir haben den Pika Cup bestanden. Trotz einiger Schwierigkeiten, aber ich glaube, es wird auch noch schwerer. Der Mini Cup demnächst. Oh ja, das wird heftig. Ich glaube sogar, der Premium Cup könnte am entspannendsten werden, weil ja die Pokémon nicht über meinem Level sein können, versteht ihr? Und bei 50 wird es auch nicht mehr so eng, weil zwischen 50 und 55 sollte eigentlich nicht so ein großer Unterschied bestehen. Sollte jedenfalls. Das könnte natürlich ja nachher ganz anders aussehen, dass die viel bessere Attacken haben als ich. Und naja, dann wird's übel, nicht wahr? Ach, schön. Wir haben den Pokal geholt. So, noch ein paar kleine Fakten. Ich werde auf jeden Fall Level nach Level gehen. Und mich als nächstes in den Minicup aufmachen und trainieren viele süße Pokémon kämpfen. Sei auf der Hut, das sind exzellente Kämpfer. Und noch kleine Fakten, wenn das jetzt ein Double gecutteter Part wird, den habe ich ja natürlich jetzt in Folge aufgenommen, könnt ihr zweimal Minispiele voten, ja? Also zweimal für euch die Minispielchance zu voten für Part. Oh Gott. Jetzt muss ich überlegen, welcher Part ist als nächstes? Ich glaube 16 ist jetzt der nächste, oder? Oder schon 17? Ich müsste lügen. Also habt ihr auf jeden Fall zweimal die Chance zu voten für euer Minispiel. Bis dann wieder mal. Macht's gut. Haut rein und ciao.